Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist mir ein Vergnügen, an dieser Stelle jetzt zu reden. Wir haben gerade den neuen Arbeiterführer von Nordrhein-Westfalen erlebt, Christian Lindner, die FDP, die die Personalräte geschliffen hat zwischen 2005 und 2010. Das ist wirklich auch noch mal die Chamäleon. Und das wollen Sie jetzt auch wieder machen. Dankeschön. Also, und das gehört auch wieder zum Programm der FDP. Herr Lindner hat das gerade gesagt. Und dann wollen wir das auch so festhalten. Und sich dann hier aufzuschwingen und diese Nummer zu machen, ich finde, Chamäleon nicht nur gestern, auch heute. Neue FDP gibt es nicht. Es ist die alte FDP, wie auch immer sie lackiert sind. Das ist ganz klar. Dann auf der anderen Seite, ich habe jetzt mal eine Frage an Herrn Laschet, weil er ja sagt, seine Chancen seien so groß. Herr Laschet, ist das so? War das jetzt eigentlich so gemeint in der Abfolge? Ist Herr Beckmann, gehört ja schon zu Ihrem Schattenkabinett? Weil da müssten Sie sich auch mal damit auseinandersetzen. Ich habe das mal zusammengestellt und Herr Beckmann da oben kann dann im Kopf mal vielleicht aufsummieren, was in den letzten Tagen uns auf den Schreibtisch geflattert ist. In der Tat. Und die Rückmeldung aus den Schulen nehmen wir sehr ernst. Und ich bin viel in Schulen. Aber ich will das mal aufsummieren. Ich habe Ihnen eben dargelegt, was wir dann miteinander hier rot-grün investiert haben. Was aber zusätzlich an Forderungen gekommen ist, sofort umzusetzen und auf den Weg zu bringen. Das ist zum Beispiel die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte. Ich würde das mal so mit 450 Millionen Euro beziffern. Dann natürlich die angestellten Lehrkräfte. Da kommt noch ordentlich was obendrauf. Ich sage jetzt nicht zu den Notwendigkeiten, ich habe eben die Unwuchten benannt. Dann 7.000 zusätzliche Lehrkräfte für Inklusion. Macht roundabout 460 Millionen Euro. Dann kam jetzt sicherlich auch noch der Brief, Sie werden das dann alles darstellen in Ihrem Wahlprogramm, wie man das dann macht. Je Sozialpädagoge, ein Sozialpädagogen, eine Sozialpädagogin pro Schulstandort. Ich habe jetzt mal ganz knapp gerechnet, so mit 300 Millionen Euro. Und dazu noch eine halbe Stelle Schulverwaltungsassistenz, möglichst auch flächendeckend, wäre ich vielleicht bei 150 Millionen Euro. Das wären jetzt nur für den Personalbereich roundabout 1,4 Milliarden Euro, das, was uns an Forderungen in der letzten Zeit immer wieder auf den Tisch geflattert ist. Und dazu kommt noch eine wenig differenzierende Anforderung, was die digitale Ausstattung angeht. Schulträgeraufgaben, die auch beim Land mit adressiert werden. Ich würde jetzt mal sagen, ein Tablet für alle Schülerinnen und Schüler, wenn ich einen günstigen Einkauf ansetze, 80 Euro, 2,5 Millionen Schülerinnen, wären wir so noch mal bei 230 Millionen. Und dann kommen noch Beamer dazu, Tafeln und so weiter. Ich habe Ihnen eben gesagt, wir setzen die Kommunen wieder in Stand, dass sie ihre Schulaufgaben auch wahrnehmen können. Das haben wir mit den GfG-Mitteln, mit dem Stärkungspakt gemacht. Das sind diese Aufgaben. Wenn Sie einen solchen Katalog uns vorstellen, dann ist das unseriös. Und selbst Herr Beckmann sagt doch gegenüber der Presse, diesen Personalbestand gibt es gar nicht auf dem Markt. Was soll das also? Und Herr Laschet, ich habe es Ihnen eben entre nous da in der ersten Reihe auch schon mal gesagt, wenn wir nicht sofort nach 2010 die Beschränkung bei den Lehramtsanwärterinnen aufgehoben hätten, dann könnten wir gar nicht einstellen, weil es diese Lehrer und Lehrerinnen in Nordrhein-Westfalen gar nicht gäbe in entsprechender Zahl. Das haben wir aber auf den Weg gebracht. Die Fehlsteuerung, die Sie angelegt haben, haben wir aufgehoben. Und deswegen sind es nicht nur die Stellen, Herr Laschet. Ja, das ist auch die Ernte dieser Entscheidung, dass wir heute die Stellen besetzen können, die wir dann auch ausbringen. Und das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Wir haben das getan, was wir versprochen haben. Und wir haben umgesteuert im System vom ersten Tag der Regierungsübernahme an. Und Herr Laschet, wenn wir gerade dabei sind, und auch Herr Lindner hat das ja auch noch mal versucht, in dieser Melodie anzulegen. Sie haben im Westfalenblatt gesagt, aber alle Förderschulen zu schließen und die Kinder irgendwie ins Schulsystem zu stecken, das ist doch unseriös. Das ist zutiefst unseriös, weil hier die Förderschulen im Land nicht geschlossen werden. Das sage ich Ihnen noch mal hier. Wir haben längst eine Entwicklung gehabt. Herr Präsident, ich würde gerne meine eigenen Worte noch verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben längst, und das ist belegt,
vor 2010 gerade bei den Förderschulen Lernen eine Entwicklung gehabt der abnehmenden Schülerzahlen. Sehr deutlich. Gucken Sie mal in den Bericht des Landesrechnungshofs hinein. Das belegt das. Und Herr Lindner, die Frage der Chancen an Förderschulen Lernen. Schauen Sie da mal in die wissenschaftlichen Berichte, was damit zu tun hat. Als Schule der Armen, als Schule der Migrantinnen. Das ist genau der Punkt, warum Eltern sich für diese Schule auch nicht mehr entscheiden. Und das ist richtig so. Und deswegen geben wir Ihnen auch das Recht, eine Schule im gemeinsamen Lernen aufzusuchen für Ihre Kinder. Und nur noch ein letztes Wort. Sie können nicht auf der einen Seite fordern, wir sollen mehr Schwerpunktschulen machen. Das machen wir gerade im Grundschulbereich, um die Ressourcen zu bündeln und dann hier zu sagen, aber an 1000 Schulen findet ja sonderpädagogische Förderung gar nicht statt. Wissen Sie, also sowas geht einfach nicht zusammen, ist intellektuell auch nicht redlich. Dankeschön. Applaus